Hi, hallo und herzlich willkommen zurück auf der HFD University Future Festival Lobby Stage gemeinsam mit der Stiftung für Innovation in der Hochschullehre. Ich freue mich, dass Sie alle wieder dabei sind. Wir haben gerade noch einen Schnelltest hinter uns gebracht. Wir sind natürlich 2G und jetzt auch 3G getestet. Und wir können sagen, wir freuen uns, dass Sie alle wieder dabei sind. Ich habe hier mit mir Saim Zahiri und Florian Rampelt. Vielleicht stellt ihr euch kurz vor, Saim, fang du an. Hi, ich bin Saim, ich studiere Wirtschaftsinformatik und Politics and Technology im Master an der TU München und nebenbei hatte ich die Ehre, am White Paper jetzt über das letzte halbe Jahr am HFD mitzuarbeiten und bin jetzt auch beim University Future Festival dabei. Florian. Ja, Saim, und du warst auch als Student schon vor einigen Jahren im HFD engagiert als Digital Changemaker. Ich bin Florian Rampelt, ich bin stellvertretender Leiter der Geschäftsstelle des Hochschulforums Digitalisierung, das beim Stifterverband in Berlin angesiedelt ist und verantworte beim HFD derzeit noch so Themen wie digitale Prüfungen, habe hier lange mich mit Strategien für Hochschulleitungen auseinandergesetzt und unter anderem die Digital Changemaker damals initiiert, gemeinsam mit engagierten Studis wie Saim Zahiri. Den Florian, den haben wir heute schon mal gesehen, nämlich da beim KI-Campus auf der Bühne. Aber wir sind heute hier, um über was ganz anderes zu sprechen, nämlich über digitales Prüfen. Da ist jetzt vor kurzem ein White Paper entstanden, das, wir haben schon länger darüber gesprochen, eigentlich fast nicht mehr in einem White Paper verdient, weil es doch etwas umfangreicher geworden ist als ein White Paper. Dazu kommen wir aber gleich. Florian, erstmal, wie ist die Resonanz bislang beim White Paper? Ja, die Resonanz ist im Endeffekt endlich, das haben wir gebraucht. Das White Paper hat den Anspruch, quasi so ein bisschen den Status quo zu erheben für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Und im Endeffekt haben wir ja auch in unsere Community hineingehorcht in den letzten 2 Jahren und ganz klar festgestellt, ist ein Bedarf. Der Tweet zum White Paper ist mit Abstand der reichweitenstärkste Tweet in diesem Jahr. Wir werden auf Konferenzen eingeladen, um das vorzustellen. Also ich glaube, es war die richtige Entscheidung, diesen nicht immer einfachen Prozess hin zu einem Mammutwerk anzugehen, aber die Resonanz ist sehr, sehr positiv und dankbar. Gleichzeitig gibt es auch die eine oder andere Erwartung, was man alles noch zusätzlich machen könnte. Ja, ich kann mich erinnern, als wir gestartet sind über das White Paper, es begann mit einem Anruf von dir, ob wir da nicht was machen sollen zum digitalen Prüfen, weil wir doch gesehen haben, dass ja im Rahmen der Pandemie, das erste Semester war ja eins, wo wir noch in Präsenz geprüft haben, weitgehend, viele Hochschulen. Im zweiten Semester, dann im letzten Sommersemester, ging es dann an den meisten Hochschulen, glaube ich, wirklich in das digitale Prüfen hinein, sodass wir da die ersten Erfahrungen sammeln konnten und auch die ersten Misserfahrungen sozusagen. Und dann kam die Idee, White Paper, das müssen wir machen. Florian, wie war die Entstehungsgeschichte bei euch? Naja, wir haben als Hochschulforum Digitalisierung festgestellt, wir werden ständig zum Thema digitale Prüfungen angefragt. Wir können da auch immer relativ spannende Worthülsen von uns geben, die auch für so eine journalistische Anfrage vielleicht ausreichen. Aber wir haben ja als HFD einen Anspruch, wirklich das Ganze auch fundiert anzugehen. Und haben festgestellt, unser allererstes unser Arbeitspapier, da warst du, glaube ich, auch ganz früh schon mit beteiligt, Malte. Vor einigen Jahren hat sich schon mit digitalen Prüfungen auseinandergesetzt und E-Assessment. Wir haben einfach festgestellt, wir können nicht guten Gewissens immer über das Thema reden, um nicht nochmal eine wirklich fundierte Analyse zum Status quo zu machen und die Community hier auch mit einzubeziehen. Das ist unser Anspruch und den haben wir versucht umzusetzen und dann dachten wir eben, holen wir halt vielleicht mal 5 bis 10 Expertinnen und Experten aus der deutschen Hochschullandschaft zusammen. Und dann werden wir da 10 bis 20 Seiten ein kleines Papierchen schreiben und haben ein solides, rahmengebendes Fundament. Das war der Plan. Der ist, also 20 Seiten haben wir auch geschrieben, aber ein bisschen mehr auch noch, dazu kommen wir gleich. Aber Saim, du warst von Anfang an als studentische Hilfskraft dabei und ich muss sagen, der Saim hat unter anderem meine Arbeitsgruppe betreut und ich habe erst sehr viel später erfahren, dass der Saim studentische Hilfskraft ist. Ich dachte, das ist ein Mitarbeiter vom HFD, aber sag mal, wie kalt war das Wasser, in das HFD dich da geschmissen hat, weil die Orga und Koordination hast du weitgehend übernommen, zumindest für die Arbeitsgruppen. Das war klasse. Ja, erstmal vielen Dank für das Lob. Natürlich hat auch Spaß gemacht, mit dir zusammenzuarbeiten, aber es war so ein bisschen spontan. Also es war auf jeden Fall so ein Sprung ins kalte Wasser, weil ursprünglich wollte ich bei dieser Community Working Group als Community-Mitglied mitarbeiten und das HFD war spontan genug zu sagen, hey, wir brauchen da vielleicht noch mehr organisatorische Unterstützung, hast du da nicht Lust drauf? Und dann waren wir so spontan und es hat gut geklappt, meiner Meinung nach, und es war eine tolle Erfahrung, aber ja, war schon ein Sprung ins Wasser, um das zu vergleichen. Aber es hat sich dann relativ schnell aufgewärmt. Es sind ja tolle Leute, mit denen wir da zusammenarbeiten durften. Ich durfte mit Leuten aus der Schweiz und Österreich und Deutschland, also ich hatte Arbeitsgruppen mit allen Ländern, die in dieser Community Working Group abgebildet waren, und es war eine tolle Erfahrung und würde ich wieder machen. Hast du, also
ich glaube, dieser Sprung zu sagen, ich möchte eigentlich inhaltlich mitarbeiten, hin zu, ich bin jetzt doch koordinierend und also administrativ tätig. Du bist ja Studierender an der TU München, hast da auch als studentische Hilfskraft, glaube ich, schon im TUM-Examenprojekt Erfahrungen gemacht. Wie groß war denn die Versuchung, dich dann auch inhaltlich einzubringen? Also ich kann mir vorstellen, da juckt es einen noch in den Fingern, oder? Ja, also gejuckt hat es mich auf jeden Fall in den Fingern. Ich habe auch so hier und da natürlich so ein paar inhaltliche Aspekte eingebracht, aber ich glaube, die inhaltliche und organisatorische Arbeit wäre schon eine sehr krasse Workload-Arbeitslast gewesen. Deswegen habe ich es versucht, weitestgehend organisatorisch zu machen. Mhm. Aber hier und da natürlich die Studierendenperspektive noch mit einbringen, das war für mich auch wichtig. Ich war innerhalb dieses HerausgeberInnen-Teams der einzige Studi und das war mir schon eine Ehre, dass das überhaupt so passiert ist. Und ich habe das schon noch versucht, aber insgesamt natürlich eher ein organisatorischer Aspekt. Mhm. Wobei ich schon sagen muss, wir hatten durchaus hitzige Diskussionen auch im HFD-Team, weil Seim das schon auch ernst genommen hat. Ja. Eben, also ich würde sagen, der erste Grund, warum Seim am Start war als Digital Changemaker der ersten Stunde ist, er hat was zu sagen zu digitalen Prüfungen. Ja. Gerade an der TU München gibt es da auch die eine oder andere Diskussion und die haben wir schon auch geführt und das fand ich schon auch beeindruckend, weil du so ein Sounding Board dargestellt hast in der Erarbeitung dieses immer komplexeren Mammutwerks. Mhm. Das heißt, es war für mich immer eine Kombination aus Koordinierung und wirklich sehr, sehr guten und wichtigen inhaltlichen Beiträgen. Vielen Dank. Aber Malte, Stichwort inhaltliche Beiträge. Man darf ja nicht unterschlagen, dass du zwar das Interview führst, aber du als Lehrender und als Prüfungsexperte ja eben auch von mir angerufen wurdest und direkt gesagt hast, ja, bin ich dabei. Klingt gut. Wie ist denn das gekommen? Was hat dich dazu motiviert? Also das ist also zum einen ist es ja so, wenn das HFD anruft, dann kann man nicht Nein sagen. Das ist ungefähr wie der Pferdekopf auf dem Kopfkissen. Das heißt, man muss, also das HFD, das ist Pflicht, dass man da Ja sagt, selbstverständlich. Aber das Thema lag uns natürlich allen am Herzen. Ich bin ja in Aachen wissenschaftlicher Leiter am Center für Lehr- und Lernservices. Wir machen die elektronischen Prüfungen in Aachen und hat natürlich genau mit denselben Problemen zu kämpfen, mit denen alle zu kämpfen haben. Nämlich die Frage nach den rechtlichen Rahmenbedingungen, den didaktischen Rahmenbedingungen und so weiter und so fort. Ich habe gedacht, cool, das machen wir, 20 Seiten, das schaffen wir, das kriegen wir hin. Und dann habt ihr ja diesen Community-Aufruf gestartet und etwas mehr Resonanz bekommen, als wir das erwartet hatten. Wie viel ist es denn tatsächlich geworden dann nachher? Wie viele Leute waren es, wie viele Seiten waren es? Es waren ja dann am Ende des Tages über 80 Personen, die in dieser Arbeitsgruppe sich zusammengetroffen haben, der Community Working Group. Und ich fand es ganz toll, dass wir mit der Community dann auch wirklich es schnell geschafft haben, da einen Shift zu machen, dass wir nicht eine Arbeitsgruppe koordinieren, sondern eben Community-Mitglieder unter Arbeitsgruppen organisieren, die thematische Diskussionen führen. Diese thematischen Diskussionen haben dann dazu geführt, dass wir irgendwann, ich glaube, über 200 Seiten Fundament hatten für 10 Veröffentlichungen und dann gesagt haben, wir versuchen das noch mal ein bisschen stärker zu konsolidieren. Wir haben begriffliche Grundlagen schaffen müssen. Das war, würde ich sagen, mit die schwierigste Auseinandersetzung. Da haben wir auch viel dran gearbeitet und haben jetzt ja über 100 Seiten White Paper veröffentlicht, das aber dann wirklich auch ein solides Fundament ist. Das sind über 40 Co-Autorinnen und Co-Autoren, die nicht nur diskutiert haben, sondern auch geschrieben haben. Und das ist eine Leistung innerhalb von nicht mal einem halben Jahr, die, glaube ich, auch so in der Historie des HFD einmalig ist. Da gibt es ganz sicher Lücken. Der Anspruch ist, wir wollten mit diesem Arbeitspapier, mit diesem White Paper eine Diskussionsstand erheben. Ich glaube, das haben wir für viele der Bereiche. Wir haben da 4 zentrale Bereiche definiert. Didaktische, organisatorische, rechtliche und technische Rahmenbedingungen. Für 3 von den 4 sind wir wirklich auch in die Tiefe gegangen. Bei den rechtlichen Rahmenbedingungen haben wir gesagt, wow, da steht vielleicht noch die eine oder andere Gerichtsentscheidung auch aus. Das ist Länderhoheit. Das ist mit angesprochen, aber nicht so fundiert behandelt wie die anderen Themen. Ja, ich glaube, es ist gerechtfertigt, auch ein White Paper in dem Umfang zu veröffentlichen, dass im Endeffekt ein White Paper für Online-Proctoring, für digitale Vor-Ort-Prüfungen, für unterschiedlichste Prüfungsaspekte ist. Und wir hoffen eben auch, dass die Community, wenn sie das liest, nicht immer das ganze Mammutwerk liest, sondern den Bereich, das kann jetzt E-Portfolio zum Beispiel sein oder Vor-Ort-Prüfung, den Bereich, der gerade relevant vor Ort an der Hochschule ist. Seim, also da hatten wir ja tatsächlich in den Arbeitsgruppen durchaus
längere Diskussionen. Wir haben Arbeitsgruppen gebildet, die für die einzelnen Kapitel verantwortlich waren. Das hat schon ganz am Anfang des Prozesses stattgefunden, dass sich die Community-Mitglieder zugeordnet haben, selber zu den Arbeitsgruppen, manche auch zu mehreren. Wir haben dann erstmal Themen gesammelt, Inhalte gesammelt. Ja. Und wir haben dann plötzlich gesehen, das Seitenlimit ist nicht zu halten. Es kamen so viele Inputs von den verschiedenen Autorinnen und Autoren, dass wir am Ende doch recht stark streichen mussten. Sein, wie weh hat uns das getan, dass wir einfach auch rausstreichen. Das hat uns natürlich schon wehgetan. Es hat ja auch schon wehgetan zu sagen, ja, 10 Seiten, 12 Seiten pro Kapitel maximal. Da war eben so viel inhaltliche Lust und Lust am Schreiben und auch wirklich Inhalte aufs Papier zu bringen. Bei deinem Kapitel haben wir es ja nochmal aufgeteilt, weil es wirklich so viel war und haben Unterkapitel aus einem Unterkapitel gemacht. Es hat aber auch einfach den inhaltlichen sinnvollen Aspekt gehabt und das ist eben genau, was du gesagt hast. Diese Struktur des White Papers beruht eben darauf, dass man schnell von Frage, was ist das eigentlich, womit ich mich da auseinandersetzen will, zum Beispiel E-Portfolios, zu auch Empfehlungen springen kann am Ende des Kapitels und das ist wirklich das Coole an diesem White Paper. Das können Studis sein, das können Dozierende sein, es kann aber auch die Hochschulleitung sein, die einfach schnell einfach mal schauen möchte, was haben andere Leute da gemacht, was haben die für Erfahrungen gesammelt und was empfehlen die uns jetzt. Ja, der Link steht im Chat oder er wird sehr schnell im Chat stehen. Ihr findet das Paper aber auch ganz einfach, wenn man eingibt HFD White Paper prüfen bei Google, dann ist der erste Link direkt das White Paper. Das habt ihr gut hingekriegt, dass das so ist. Lass uns aber nochmal überlegen, also für mich ist eine der Stärken des White Papers die Tatsache, dass nicht nur deutsche Autorinnen und Autoren da beteiligt gewesen sind, sondern tatsächlich aus dem gesamten Dachraum, also DACH. Und die haben auch alle ihre eigenen Perspektiven beigetragen. Und für mich war es sehr spannend zu sehen, wie ähnlich die Probleme sind, aber dass sich tatsächlich so gewisse länderspezifische Lösungen entwickeln. Also die ETH arbeitet ganz anders als die Hochschulen in Deutschland das tun. Wie schwierig ist denn das gewesen eigentlich, diese unterschiedlichen Länderperspektiven so auch drin zu lassen? Weil, also wir haben ja nicht ausgezeichnet, das kommt aus Österreich, das kommt aus der Schweiz, das kommt aus Deutschland. Also meiner Einschätzung nach war es eigentlich nur schwierig bei der Einführung, also weil quasi der Anlass war ja schon auch die Corona-Pandemie und wie darauf reagiert wurde. Aber wir sind ja auch erprobt in Deutschland, weil wir haben einfach eine Bildungshoheit der Länder und deswegen haben wir ja hier eben auch eine Umsetzungsdiffusion, auch eine Regelungsdiffusion in den Bundesländern in Deutschland. Heute wird zum Beispiel auch noch auf dem University Future Festival die Bayerische Fernprüfungsverordnung vorgestellt, die auch eine Rolle spielt im White Paper, wo einfach ein Bundesland bestimmte Rahmenbedingungen geschaffen hat, die in anderen Bundesländern gleich wieder ganz anders aussehen. Deswegen würde ich sagen, das war nicht so schwierig. Es hat natürlich zum Beispiel den Bereich der begrifflichen Grundsetzungen ein bisschen tangiert, aber insgesamt fand ich das so toll, dass wir in der Schweiz, in Österreich, in Deutschland engagierte Leute haben, die sich direkt bei uns gemeldet haben, wir wollen mitmachen. Wir wollen jetzt auch eine englischsprachige Übersetzung angehen, da werden wir das nochmal kontextualisieren müssen, weil ich glaube, wir sind uns hier tatsächlich ähnlicher als dann wiederum global betrachtet und das muss man dann eher einordnen. Was ich dazu aber auch sagen möchte, ist, ganz wichtig ist, dass wir eben auch nur in vielen Bereichen erste Ansätze gewagt haben. Ja. Wir mussten auch Kompromisse sowohl im Umfang eingehen, als auch in der Tiefe der mancher Auseinandersetzungen. Und deswegen ist das für mich ein Plädoyer an alle, die beim UF sind, an alle, die schon in unserer Community sind oder noch in unsere Community kommen wollen. Greift das Thema mit auf, helft uns, Einzelaspekte weiter zu vertiefen über weitere Diskussionspapiere, Arbeitspapiere, Blogbeiträge, inspirierende Vorträge auf dem University Future Festival. Wir haben einen Aufschlag mit einer großartigen Community geschaffen, aber dieser Aufschlag ist nur der Anfang für eine Diskussion, die nie enden wird. Und das ist das Entscheidende. Ja. Und ich glaube, also eine der Punkte, über die wie ich mir Gedanken gemacht habe, Die große Stärke beim HFD, das haben wir heute Morgen beim Sammelband gesehen, das haben wir jetzt beim White Paper gesehen, ist, dass ihr, sobald ihr einen Community-Aufruf startet, ist die Community dabei. Und da melden sich immer viel mehr, als man eigentlich dann tatsächlich später in dem Werk dann auch tatsächlich abbilden kann. Was machen wir denn als nächstes? Es gibt so viele Themen, über die wir noch nachdenken können. Also hybride Lehre, neue Räume an Hochschulen, studentische Beteiligung, Diversitätsgerechtigkeit. Seim,
Was sollen wir als nächstes angehen? Ich kann es dir nicht sagen, Malte, du hast es aufgezählt. Es ist eigentlich die Community, die vorgibt, was wir machen. Weil wenn ihr aktiv dabei seid und ihr vorgibt, dann sind das halt die Themen, die gesetzt sind. Und das ist es. Sehr schön. Also, wir machen weiter. Wenn ihr Ideen habt, hier sitzen die beiden, die ihr anschreiben müsst. Und bleibt dabei. Ich freue mich auf euch auf der nächsten Lobby Stage. Und jetzt geht's weiter im Programm. Ciao. Ciao.